Hallo? Na, wen haben wir denn da? Ich bin der Kuhmann, das ist Minecraft, All of Fabrics 3. Ja, und wir sind zurück zu Hause. Gestern erfolgreich angekommen hier. So, und ja, es ist ja so, wir haben diverseste Dinge auf unserer Reise mitbekommen oder gefunden oder erhalten. Und jetzt wollen wir hier ein bisschen einrichten, Dinge verteilen, so wie es sich gehört. So, guck mal. Hä? Weißes Bett. Das heißt, wir sind aber jetzt glückliche Besitzer eines sogenannten Doppelbetts. Hm? Das heißt, guck mal. Nice. Schön. Gut. Dann ist es so, wir haben ja wirklich viele coole Sachen gefunden, auch für den Garten. Dann haben wir Seegurken gefunden für den Teich von Hanabi. Und Hanabi hat ja gestern in den Kommentaren was Interessantes gesagt, was ich jetzt gerne mal ausprobieren möchte. Ja, komm, machen wir das mal so. Haben wir noch mehr von den Seeds, haben wir so viel, komm. 54 hier noch. Gut, schmeißen wir die auch mal rein hier. Zack. So. So. Lass mal das mal so machen. 4. Gut, und wenn wir schon in den Garten gehen, nehmen wir das mit. Und das Werkzeug brauchen wir noch. Wo haben wir es? Wo haben wir die? Oh. Hey, oh. Hey, ho. Ho, ho, hey. Oh, oh. Ah, aha. Auf meiner Terrasse. Das ist eine Frechheit, echt. Die haben schon Nerven, die. Wo habe ich denn jetzt hier... Wo ist die Ho? Wir hatten doch eine Ho. Nee? Wo sind die jetzt? Ah, hier. So. So. Jetzt gehen wir nämlich mal gucken. Ich bin gespannt, wenn Hanabi recht hätte. Es ist schon wieder Nacht, komm. Echt? Schon so fest Nacht, dass ich lieber nochmal schlafen gehe. Ach, ihr wisst. Ist nicht immer einfach mit mir. Aber wir benutzen unser Doppelbett. Bang, 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 bang. Wunderbar. So, heute haben wir, was haben wir denn heute? Mittwoch schon wieder. Geil. Und es ist nicht nur Mittwoch, es ist Mittwoch vor Auffahrt, glaube ich, heißt der Feiertag morgen. Ich bin da nicht so bewandert. Sind sie weg? Nee. Hätte ich die mit der Schere nehmen müssen? Nö. Hier sind sie. Aber das war jetzt irgendwie schwierig, ja? Das heißt, ich habe jetzt 2 Sea Pickles. Das ist irgendwie gar nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Naja, so ist es halt. Gut. Also, lass uns mal gucken. Hier haben wir Celery. Ich brauche den Magneten wieder. Celery machen wir so. Kann man hier ein bisschen anpflanzen. Das wäre hier gewesen. Und hier und hier. Dann haben wir hier noch einen. Dann haben wir das Celery-Feld ein bisschen abgesteckt. Das können wir natürlich auch sagen. Ja, wenn wir hier schon ein Selleriefeld haben, was würde passen auf der anderen Seite? Karotchen oder... Nein, es muss ja nur... Es ist ja nur ein Showgarten. Also es ist nicht so, dass hier...
das Zeug für immer steht. Karotten. Hm. Ja, nee, haben wir jetzt platziert. Hier haben wir die Beeren. Guck mal. 7 Erdbeeren. Dann machen wir hier 7 von denen. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vielleicht sogar. So, haben wir die Beeren platziert. Das ist auch schön. Das hier sind die Himbeeren. Auch gut. Hier bekommen wir auch viel. Sieht aus danach. Hm? Dann nehmen wir 8 von denen. Dann machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pflanzen die hier ein. Da haben wir hier schon mal wieder mehr im Garten. Mit ein bisschen Abstand, das finde ich gut. Dann, was haben wir denn hier Feines? Das ist Cantaloupe. Oh, 2 Melonen, oder? Cantaloupe sind Melonen, glaube ich, zu wissen. Dann machen wir zwischendurch immer so eine Abstände, dass wir auch durchlaufen können. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nice. Hey, das wird ja richtig was hier. Lass mal, nehmen wir das alles mit hier. Das ist gut. Dann wäre ja hier vielleicht ein schöner Platz für ein bisschen. Für ein bisschen Kartoffis, hä? Aber da haben wir wenig Wasser. Das würden wir vielleicht sogar so machen, wenn ich das jetzt hier so. 5, 6, 7, 8. Das wären ja keine 4 Abstände. 7 haben wir nur. Wir probieren das mal aus, ob das wächst so. Aha. Eigentlich geil. So, warte mal. Aber es wird schön. Ich meine, wenn das dann alles blüht und so. Und ich denke, weißt du, da kann man so ein bisschen durchlaufen. Ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Das ist nice. Die Wege müssen wir noch ein bisschen schmücken und dekorieren, sehe ich. Was haben wir denn hier? Radish. Haben wir jetzt 4 Stück. Machen wir auch mal Seeds draus, komm. 1, 2. Das ist Grass Path. Aha. Fand ich auch gut. Und hier kann man da so ein bisschen Pflänzchen dazwischen machen und. Ja, das ist geil. Dann, was haben wir denn hier? Spinat. Spinat haben wir eigentlich schon fast genügend. So. Können wir hier noch einen Spinat machen? Oder lassen wir das? Komm, wir lassen das. Wir machen dann lieber hier hinten nochmal was. Aber der Garten wird schon richtig schön jetzt. Vielleicht hier und da noch ein Gartenlämpchen müssen wir noch machen. Müssen wir überlegen. Eisen hätten wir jetzt. Wir könnten ja jetzt mit den Kameraden Lichtern, Laternen, können wir hier was machen. Hm? Nice. Dann, ich habe ja das RTX-Pack ausprobiert. Das RTX Resource Pack. Und irgendwie muss ich sagen, ne. Ja, wir hoffen, es funktioniert alles. Wir sind gespannt. Ich dachte mir, es gibt da so coole Effekte wie halt wirklich RTX, aber das war wohl nix. RTX war wohl nix. Mojang, bitte machen Sie voran. Ich muss arbeiten gehen nachher. Oh, Stimme zu leise. Entschuldigung, passen wir an. So, was ist denn jetzt los? Komm. Hallo Sie. Bitte schreiten Sie voran. Was habe ich
denn jetzt wieder Scheiße gemacht? Sieht besser aus. Schön. Gut. Wir lassen jetzt das immer drin, so diese ruhige Minute, Schweigeminute für all die Pflanzen, die wir schon gefressen haben. Muss ja auch mal sein. Gut, und das ist natürlich jetzt so, da kommen wir hier rein und da können wir effektiv dann das Zeug direkt in die Küche tun. Hier haben wir die Beeren und so. Hier das, was haben wir denn da? Gemüse, so. Guck mal, es wird mehr. Excuse-moi. Ah, dafür sehen jetzt die Fenster wieder so aus. Ah, alles klar, mal gucken, wie sieht denn das hier hinten aus. Bin ich gespannt. Kann man das lassen? Ist es zu komisch oder passt das? Bitte mal Feedback zu den Scheiben. Sonst würden wir das RTX-Pack wieder reintun. Aber erst zwischen den Folgen und nach den Kommentaren natürlich. Hm? Gut, dann haben wir die Candle. Kendall Kardashian ist hier. Gut. Irgendwie sehr schlechter Witz, aber ich finde es dennoch lustig. Gut, Beetroot. Beetroot haben wir auch noch nicht platziert oder gepflanzt. Hm? Komm, gehen wir doch mal ein Plätzchen suchen. Vielleicht nehmen wir noch ein bisschen Wasser mit. Also sprich das hier. Dann Gehölz. Gehölz wäre praktisch. Haben wir hier noch Gehölz? Hier hatten wir doch Hölzer. So, was haben wir denn hier? Spruce Log. Das ist Spruce Plank. Das ist Strip Spruce. Das ist gut. Spruce ist gar nicht schlecht, weil da haben wir ein bisschen die Farbe von der Erde, die wir da bekommen. Wo haben wir denn jetzt? Ich hab doch hier irgendwo ein Table. Ich muss hier unbedingt noch ein paar Einrichtungsgegenstände generieren. Das geht so gar nicht. So, und die Trapdoors, die waren so, gell? Nee, das waren die... Das waren nicht die Trapdoors, das waren die... Die Pressure Plates, genau. Gut, also komm, jetzt gehen wir hier noch mal in den Garten kurz. Komm, raus. Bitte raus. Ich will raus. Ich will raus. So, man merke sich, das ist für mich jetzt wieder schwierig, dass ich bei 9 Minuten 51 dann irgendwie was machen muss mit, mit der Vertonung. Nee. Ja, so. Das kommt nochmal weg. Entschuldigung. Chaos hier. Eigentlich wie immer, oder? Hm? Mache ich hier die Beetroot hin. The Beetroot Seeds. Put it in und let it grow. Genau. Nice. Da kann man hier noch ein paar Abteilungen machen. Hier noch gegen oben ein bisschen arbeiten. Ja. Ja. Gartenarbeit ist wichtig. Und da können wir uns mal überlegen, dass wir hier vielleicht so kleine Bäumchen noch dazwischen reintun. Ich meine, wo habe ich denn? Ich habe ja gestern effektiv noch diese toten Bäume habe ich ja noch mitgenommen aus der Wüste. Und die Kakteen haben wir auch jetzt. Wo habe ich denn das alles hingetan? Wo habe ich denn das alles hingetan? Mal wieder eine freiwillige Kerze gesetzt. Wo ist denn das jetzt alles hier? Wir waren doch so erfolgreich auf der Reise. Eisen, Diamanten, Nikoliten, Redstonen. Also ab und zu überrasche ich mich selber. Mit meiner großen Kausi. Kann man das so sagen? Vier, das ist das, das hier. Was ist denn jetzt das Zeug? Leute.
Was ist denn das? Ah, die Furz, die Furzmütze. Kommen wir ja wieder. Schön ist wieder Nacht hier, echt. Schlafsack müsste ich mal machen noch. Für gemütliche Reisen. Clay muss ich haben, Schlafsack will ich haben. Also so viele Dinge, die wir noch brauchen über die lange Zeit, echt. Das ist, mühsam. Die Kendall, Kendall Kardashian, die leuchtet gar nicht. Muss ich die irgendwie anfackeln erst? Nee. Gut. Wir gehen nochmal hoch, weil hier hat man die Büsche. Nee, wir gehen nochmal runter. Und zwar in die Hütte hier, also ins Arbeits... in die Arbeitsräume. Lass mal gucken, was haben wir denn hier noch? Wir haben noch mehr Spruce Logs, das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist Spruce Fence, hm? Auch schön. Das Bett natürlich, Hanabi, bringen wir zurück. Wie besprochen, ganz klar. Dann, ja, kommen vielleicht hier nicht alle, sondern nur 23. Machen wir so. Dann das hier rein. Dann machen wir hier noch ein bisschen Stickies. Haben wir Stickies hier? Nee, dann machen wir hier noch ein paar Stickies. So. 32. Fünfundzwanzig. Ist eigentlich okay. Ist okay für mich, das ist gut. Dann haben wir noch Fackeln. 3 Stück, das ist ein bisschen wenig. Wo haben wir der Kohle? Der Kohle müsste hier sein, ne? Wir haben noch aus Versehen die kleine Kohle gemacht. Kann ich mit der kleinen Kohle auch Fackeln machen eigentlich? Dwarf Torch? Bitte? Oh, aber die leuchtet nicht so. Hm? Das ist eigentlich schade, aber... Wenn ich jetzt die Dwarf Torch, das ist die Zwergen. Die Zwergenfackel? Das ist ja irgendwie auch wieder speziell heute. Kann ich denn mit der Zwergenfackel hier eine Zwergenlaterne machen? Einfach mal blöd gesagt. Nö. Das geht nicht. Dann ist gut, haben wir nicht mehr gemacht davon. Gut, dann nehmen wir hier das so und. So, mache ich mal, ich muss eh wieder haben. 45 geteilt durch 8 gibt 1, 2, 3, 4, 5. Können wir machen. Das nehmen wir weg. Dann habe ich hier 5 Laternen. Wir haben Fences, wir haben nicht mehr so viele Blätter jetzt gerade, sehe ich. Die können wir ja aber eigentlich... Die Bäumchen würde ich dann eher in... In grün machen. Was? Ja, hier haben wir zwar eigentlich noch genug von denen. Was mich jetzt aber Wunder nimmt, ist grundsätzlich das mit den Gurken. Das will ich noch ausprobieren heute. Also, warte mal jetzt. Hanabi. Also, im Wasser hat es nicht geklappt. Das hast du gesehen. Was ist denn, wenn ich jetzt das so mache? Ne. Gut. Das war wohl nix. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Gut. Ach komm, weißt du was? Egal. Gut, jetzt werden wir uns hier vorstellen. Hier ist ja alles so. Dann würde ich hier vielleicht so zwischendurch mal so ein Bäumchen machen. Wie machen wir das vielleicht hier so? Hier.
Wenn wir hochspringen. So müsste es klappen, ungefähr. Eins zu viel. Dann machen wir das vielleicht so. Und dann tun wir das mal weg hier. Das hier so. Hier ein Laternchen. Dann hier vielleicht noch. Hier hinten. Wie sähe das aus? Ist das zu viel? Ein selbstgemachter Baum, ein kleiner. Ja, es wird eigentlich schon gehen. Wir lassen mal die Nacht kommen und gucken, wie das so wirkt. Hier müssen wir vielleicht aber sogar sagen, und das ist ja dann der Busch hier. Müssen wir gucken. Kann ich so jetzt gar noch nicht sagen. Auf jeden Fall können wir auch in diesem Stil mit den Fenzen und... Machen wir jetzt die Fenzen noch hier. Hier. Und hier haben wir ja eins. Können wir hier dann sagen, okay. Hier wäre eh schon... So lassen. Ja, das sieht gut aus. Das ist okay. Und hier ab und an mal so eine Fackel auf der Mauer. Ist auch nicht schlecht. Hier haben wir dann wieder eine hier hinten. Können wir gucken, vielleicht hier vorne noch irgendwo. Irgendwo was. Hier. Mhm. Mal so. Wenn man da mehr grüne Blätter hätte. Ja, ich glaube, das kommt gut. Hä? So, lass uns ganz kurz mal gucken. Haben wir jetzt Aussicht aus dem Schlafzimmer? Müsste eigentlich passen hier. Müssen wir einfach noch ein paar Blätter sammeln. Ein Lampenbaum. Nice. Aber ich denke, wir haben ein paar Dinge gemacht. Der Garten haben wir ausgebaut. So ein paar Lämpchen gemacht. Ah, das sieht man jetzt hier natürlich nicht. Der Baum sieht einfach nicht schön aus. Der muss doch weg dann. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber der Garten wird wirklich prächtig. Hm? Der wird richtig prächtig. Gut, also ich muss jetzt leider gehen, aber bevor wir nächstes Mal schlafen, sind wir gespannt, wie das ausschaut da. Dein Kuhmann, wir sehen uns morgen. Danke fürs Dabeisein und schönen Resten vom Tag. Bis dann, tschüssi.